Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr dabei seid. Vor ziemlich genau 7 Monaten haben wir hier auf der Haube vom Alhambra, vom Dennis, der steht gerade hinter der Kamera und grinst mich dämlich an, ein Experiment gestartet mit dem CarPro Essence. Und zwar haben wir die Haube halbiert und haben auf der oberen Hälfte 6 verschiedene Keramikversiegelungen aufgetragen, nachdem wir vorher mit CarPro Essence poliert haben. Und darunter sind die exakt gleichen Keramikversiegelungen, aber mit einer normalen Finish-Politur vorbehandelt. Das Auto stand jetzt 7 Monate jeden Tag draußen, wurde, und jetzt wird es peinlich, kein einziges Mal gewaschen und wurde etwa 3000 Kilometer lang bewegt. Das heißt, wir schauen uns jetzt mit euch zusammen an, wie die Keramikversiegelungen standgehalten haben oder nicht, ob wir sie wieder reaktivieren können, falls jetzt hier initial kein Wasserabperlverhalten mehr drauf ist. Und die eigentlich spannende Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen den Flächen, die wir mit CarPro Essence vorbehandelt haben oder nicht? Einfach damit ihr auch den Zustand seht vorm Waschen. Und das zeigt halt einmal mehr, wie ich euch schon im Video vom Dodge Ram gezeigt habe, wenn man eine Keramikversiegelung nicht wäscht, nicht pflegt, dann hat man nicht wirklich was von ihr. Aber wir schauen uns das Gleiche gleich nach dem Waschen noch an. Gut, wir werden jetzt das Auto waschen bzw. vorbehandeln. Zuerst in einem ersten Schritt mit dem Good Stuff Snow Foam Mint. Und ihr seht schon, was ich nämlich nicht wusste, der wird wahrscheinlich ein grüner Snow Foam sein und soll dann auch schön nach Minze duften. Den werden wir hier in dieser MTM-Schaumlanze anwenden. Und danach werden wir das Auto und vor allem die Haube mit dem Angel Wax Pure Shampoo waschen. Also einem Shampoo ohne irgendwelche Zusätze, hochkonzentriert, und uns anschauen, wie gut die Keramiken dann wieder da sind. Ich zeige euch jetzt schon mal, wie die Flächen nur nach einem Waschdurchgang aussehen. Also ich habe jetzt noch ein zweites Mal drüber gewaschen, das hat noch mal ein bisschen was gebracht, aber wir werden jetzt trotzdem noch CarPro Spotless verwenden, also ein Produkt, das dazu gemacht ist, um mineralische Ablagerungen zu entfernen. Das werden wir zuerst hier anwenden, und dann habe ich auch noch einen Flugrostentferner da, den werden wir auch noch draufhauen und schauen, ob wir hier die Sachen wieder ordentlich reaktiviert kriegen. I'm
thinking, you know, I know. Einmal mehr muss man hier sagen, es ist unglaublich schön zu sehen, wie man Keramikversiegelungen wieder zurück ins Leben holen kann, wenn man sie vernünftig wäscht, weil das hier 7 Monate ohne Wäsche mit so einer Laufleistung hätte kein Wachs und keine Polymerversiegelung auf dieser Welt mitgemacht. Diese Keramiken haben es geschafft und auch hier wieder einmal mehr muss man sagen, das günstige Echo Shield funktioniert hervorragend, das günstige CanCoat funktioniert hervorragend und das Neowax Number 6 funktioniert fast oder gleich genauso gut wie ein UK 3.0 und auch das C-Quartz Light, das ja vom Hersteller nur mit 6 Monaten Standzeit angegeben ist, funktioniert jetzt hier nach 7 Monaten noch absolut hervorragend. Wir haben dieses Mal einfach die Bilder für sich sprechen lassen. Ich glaube, ihr habt gesehen, man kann jetzt nach 7 Monaten und dieser Laufleistung nicht sagen, dass CarPro Essence hier per se und über alle Flächen hinweg was verschlechtert hat. Da, wo wir, glaube ich, ganz klar einen Unterschied gesehen haben, ist beim Neowax Number 6 und vor allem auf der Fläche, wo das Essence nur 90 Minuten Zeit hatte, um auszuhärten oder abzulüften. Da haben wir sowohl im Beading als auch im Sheeting eine deutlich schlechtere Performance. Beim Liquid Elements Echo Shield haben wir über beide Flächen hinweg eine schlechtere Performance, also das scheint sich nicht so wirklich mit dem Essence zu vertragen. Beim Cheon Rim ist es lustigerweise exakt so wie schon auf der Testhaube, auf der silbernen, wo wir es gesehen haben, dass die Keramik mit Essence sogar besser zu funktionieren scheint, was sehr, sehr, sehr seltsam ist. Beim CanCoat war es nicht wirklich ein Unterschied und auch bei den beiden CarPro Keramikversiegelungen kann man allerhöchstens von einem ganz, ganz kleinen Unterschied, vor allem beim UK 3.0 sprechen, wo das Ablaufverhalten, das Sheeting ein kleines bisschen langsamer ist auf der mit Essence vorbehandelten Fläche. Aber das kann hier auch an der unterschiedlichen Belastung zwischen oben und unten liegen, das kann am Winkel der Haube liegen, das kann daran liegen, wie wir das Wasser aufgetragen haben. Deswegen möchte ich
ich es eigentlich hier jetzt bei diesem Fazit belassen. Wir werden die Keramiken jetzt weiterhin drauf lassen, um dann vielleicht zum Beispiel nach 12 Monaten nochmal zu schauen, ob sich dann deutlichere Unterschiede ergeben. Aber das grundsätzliche Fazit bleibt einfach, dass es am meisten Sinn macht, wenn ihr innerhalb von einem System, von dem Hersteller, also von CarPro bleibt. Dort macht es keinen Unterschied. Beim EcoShield macht es einen Unterschied, beim Number 6 macht es einen Unterschied. Und das ist für mich schon Indiz genug, um zu sagen, es ist einfach ein falscher Tipp, wenn man sagt, Essence verträgt sich mit jeder Keramik, weil das haben wir ganz klar widerlegt. Nein, keine von den Keramiken ist komplett weg, nur weil wir die entsprechenden Flächen mit Essence vorbehandelt haben. Das kann und darf man nicht sagen. Aber die Beeinträchtigung, die wir gesehen haben, reicht für mich schon aus, um euch auch in Zukunft davon abzuraten, CarPro Essence mit irgendeiner anderen Keramik von einem anderen Hersteller zu kombinieren. Dann sehen wir uns in 5 bis 6 Monaten vor dieser Haube wieder. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann geht einen trinken, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Servus! We'll be right back.